Im Stechen um den Männergesamtsieg aller vier Klassen. Die Teilnehmer sind von rechts nach links. Mike King aus England. Da sehen wir ihn, der Sieger der Männerklasse 4. Dann Dennis James aus den USA. Das war er nicht, das war vorher Shane Stratton aus Australien. Das ist Dennis James aus den USA. Und nun kommt noch der vierte dazu, der Sieger der Klasse 1, der Australier Grant Clemescher. Sie müssen jetzt ein Pflichtposing absolvieren im direkten Vergleich. Es beginnt mit der vorderen Beinmuskulatur und der Bauchpartie. Front leg spread. Nun der Latissimus von vorne. Front double bicep. Danach die Doppelbizeps-Pose von vorne. Side chest. Als nächstes präsentieren die vier Athleten die Brustmuskeln von einer Seite ihrer Wahl. Side tricep. Daraufhin den Trizeps ebenfalls von der Seite. Now face the rear of the stage. Nun geht es in die Drehung. Gezeigt wird jetzt die hintere Beinmuskulatur und der Latissimus. Back double bicep. Als nächstes die Doppelbizeps-Position von hinten und natürlich der Rücken. Now face the audience. Nun wieder mit dem Gesicht zum Publikum, die Most Muscular Pose. Hier holen die Athleten noch einmal alles aus sich heraus. Okay, gentlemen, just relax a moment. Judges, are you happy? Gentlemen, 30 seconds, free posing. Jetzt heißt es noch einmal 30 Sekunden freies Posing. Und die vier Athleten präsentieren natürlich nun ihre Schokoladenzeit. Jetzt werfen sie nochmal ihre Stärken in die Waagschale. Nur noch zur Siegerehrung des Gesamtsiegers bei den Amateuren. Es gab ein zweites Stechen zwischen Dennis James aus den USA und Grant Clemescher aus Australien. Die Kampfrichter entschieden sich für den Mann vom fünften Kontinent, Gesamtsieger der Amateure und Mr. Universum 1995, also Grant Clemescher aus Australien. Simply the best, einfach der Beste, das war er heute. Und ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht, diese von der NABBA hervorragend präsentierte Veranstaltung Mr. und Miss Universum 1995. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage guten Abend.